Hallo und ganz recht herzlich willkommen. Ich bin's, Janina von den strahlenden Momenten. Hallo. Zunächst einmal möchte ich dich ganz recht herzlich auf meinem Kanal, aber natürlich auch zu diesem Video hier begrüßen. Heute gibt es für mich eine Premiere. Ich habe jetzt schon mehrfach angedroht, ich muss ausmisten, bei mir wird der Platz wirklich rar und ich habe mal Nägel mit Köpfen gemacht. Um Gottes Willen. Ich weiß nicht, ein jeder Bastler kennt das wahrscheinlich. Man sammelt und sammelt und hortet und hortet und hortet und irgendwie, ja, irgendwann ist einfach kein Platz mehr da. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem man sich die Frage stellen muss, benutze ich es wirklich noch oder gebe ich es in ein liebevolles Zuhause ab? Für diese Variante entscheide ich mich an der Stelle. Das heißt, ich präsentiere dir heute in diesem Video und aber auch in weiteren Videos, wie viele kann ich an der Stelle leider noch nicht genau abschätzen, aber es wird einige Videos geben und in diesen Videos werde ich dir einige Produkte anbieten, neu als auch gebraucht, Produktpakete, Designpapiere, Produktreihen, was haben wir denn noch? Stempel, Stanzen, alles, was so dazugehört, habe ich mir mal genauer angeschaut und habe Tabula Rasa gemacht. Mein Platzproblem könnte also zu deiner Chance werden. Also Schnäppchenjäger aufgepasst, nach dem Intro geht es los. Und dann gibt es den ersten Videoflohmarkt auf dem Kanal Strahlende Momente. Bis gleich! Dass du dran geblieben bist und wie du sehen kannst, ich habe da mal was vorbereitet. Genau, ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich das Ganze aufbauen, einen Flohmarkt mit Produkten, die ein neues, liebevolles Zuhause suchen, aber so strukturiert, dass es für dich und für mich nachvollziehbar bleibt und trotzdem nicht diese eklatanten Preisanstiege sind. Also es gibt ja Gebraucht- und Neuwaren, die ich dir jetzt anbieten möchte. Und natürlich ist es so, wenn du eine Produktreihe nimmst, ist die natürlich teurer wie ein einfaches Stempelset. Oder wenn du Stanzen alleine nimmst, sind die natürlich auch nochmal preisgünstiger wie ein Produktpaket. Also summa summarum, es sollte sich für mich, das war mein Anspruch, ein bisschen in Grenzen halten mit diesen riesen Preissprüngen. Nichtsdestoweniger wird es natürlich nach wie vor dazu kommen. Egal, wie sehr ich mich auch angestrengt habe, das Ganze ein bisschen anders zu sortieren. So, also, was habe ich gemacht? Ich habe erstmal alle Sachen rausgelegt und geguckt, was habe ich denn? Was habe ich gebraucht? Was habe ich neu? Was habe ich wenig benutzt? Was habe ich an Stempeln, an Stanzen, an Produktpaketen, Produktreihen? Was habe ich an Accessoires, an Arbeitsmitteln, an Designpapieren? Und all das habe ich mal gebündelt in einer Excel-Datei erfasst, habe das Ganze nummeriert und habe mir dann überlegt, wie ich das Ganze aufbauen möchte. Zunächst einmal, du bekommst, wie gerade schon gesagt, Produkte in Form von Stempeln, von Stanzen, Produktpaketen, Produktreihen, aber auch Designpapier, Accessoires und Arbeitsmittel. All das bekommst du hier von mir angeboten und das Ganze ist mit einer Nummer versehen. Ich gucke jetzt mal gerade, ob ich hier noch eins rumfliegen habe, maybe. Genau, also ich habe mir dann hier so Post-its genommen, habe die ganzen Produkte durchnummeriert. Und möchte dich also bitten, wenn du in diesem Video oder in einem der folgenden Videos, ich werde es wahrscheinlich jedes Mal aufs Neue erklären müssen, aber wenn du das, wenn du etwas erkennst oder wenn du etwas siehst, was du gerne haben möchtest, dann bitte merk dir die Nummer von dem jeweiligen Produkt, wie jetzt gerade als Beispiel die 44. Und dann schreibst du mir bitte an diese E-Mail-Adresse an flohmarkt@strahlendemomente.de. Dahin schickst du mir bitte eine E-Mail inklusive deiner Anschrift.
Das ist wichtig, weil du von mir eine Rechnung erhältst. Und sobald die Rechnung an mich beglichen ist, geht dein neues, ja, ich will jetzt nicht sagen Familienmitglied, aber dein neues Kreativmitglied auf jeden Fall auf die Reise zu dir. Und möglicherweise schreist ja dann auch du vor Glück, sobald du den Karton oder was auch immer in den Händen hältst. Genau. Die Versandkosten kommen noch auf die Preise mit drauf. Das siehst du aber in deiner Rechnungsstellung. Ja. Wichtig ist auch, ich versende ausschließlich versichert. Ich möchte nämlich gerne auf Nummer sicher gehen, zumal in den letzten Wochen, Monaten bei der Post so einiges schief lief, möchte ich schon, dass man es noch also einigermaßen zumindest nachvollziehen kann, was da los ist. Dann eine letzte Geschichte. Ich habe auch großes Designpapier, was ich anbieten werde. Also diese 12x12 Inch. Und ich habe mir überlegt, damit du auch Versandkosten sparen kannst, weil diese 30,5x30,5, da bist du direkt in einer komplett anderen Preisrange für die Pakete, machen eigentlich relativ wenig Sinn. Natürlich möchte ich dir jetzt auch nicht alles komplett klein kürzen auf 15x15 cm, aber ich habe gedacht, wenn ich dir das auf 15,2x30 cm zuschneide, dann hast du das halbiert, hast also auch noch dementsprechend, ja, gute Chancen, damit relativ große Projekte zu gestalten, aber du sparst auch ein bisschen Geld. Das ist kein Muss. Ich habe hier nur geschrieben, gerne versende ich dir das auch so. Wenn du das dann so haben möchtest, dass du ein Designpapier eben halbiert haben willst, dann schreib mir das bitte mit in deiner E-Mail, die du an mich sendest, inklusive der Nummer. Dann weiß ich Bescheid, vor allen Dingen auch bei der Versandberechnung. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe schon ganz trockenen Mund, habe noch gar nicht viel gemacht. Genau. Also, flohmarkt@strahlendemomente.de ist die E-Mail-Adresse der Stunde. Und du schreibst dir bitte die Nummer von den Produkten auf, die dir gefallen. Und dann schickst du mir einfach eine E-Mail inklusive deiner Rechnungsadresse zu. Und wie gesagt, sobald das Geld bei mir eingegangen ist, geht die Ware an dich raus. Und ja, ich bin mir sicher, wir kommen da gut parat. So, jetzt haben wir, ich lege das mal gerade auf Seite. Jetzt haben wir gerade so schön davon gesprochen. Aber ich habe es jetzt natürlich nicht nummeriert. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was habe ich denn da getan? Hilfe! So, jetzt muss ich hier mal gerade was abändern in meiner Datei. Dann kann ich dir das Ganze nämlich auch nochmal zeigen. Es tut mir leid, das ist mir jetzt wirklich unangenehm. Nummeriert habe ich alles bei mir in der Datei, aber natürlich habe ich jetzt hier einen Fehler. Wie schön. Ist ja mal was ganz Neues. So, ich habe dieses Designpapier, du siehst, das ist noch original verpackt, da ist noch nichts offen, in den Maßen 12x12 Inch, also 30,5x30,5 cm. Das ist passend zu diesem Hortensienpark, das heißt auch Designerpapier Hortensienpark. Ist nicht mehr erhältlich, würde ich aber in liebevolle Hände abgeben für 10,50 Euro. Also wenn du Interesse hast an diesem wunderschönen Hortensienpapier, dann merk dir die Nummer 52 und für 10,50 Euro plus Versand gehört das gute Papier dir. Nochmals der Hinweis, ich kann dir das Ganze so halbieren, dass du diese Längsstreifen hast. Und dann solltest du auch relativ große Projekte damit noch verschönern können, aber du hast eben Versandkosten gespart. Wenn das für dich ein Thema ist, dann lass mich das bitte in deiner E-Mail wissen. So, wir machen weiter. Und wir gehen jetzt mal direkt in die Vollen, weil sich das so schlecht stapeln lässt. Und zwar habe ich hier für 31,50 Euro würde ich dieses Produktpaket mit der Nummer 38 abgeben. Und zwar sind das hier diese Chillkröten, wo du diese Schildkröte hast, inklusive dieser wunderschönen Handstanze. Und ich finde die total süß, habe nur leider überhaupt gar nicht viel, wo ich diese Schildkröten nutzen könnte. Und ich gucke mal. Ui,
Hier sind sogar noch ein paar Schildkröten drin. Die würde ich dir auch drin lassen. Die sind sogar schon fertig gestempelt und gestanzt. Genau, aber du siehst, das sind hier diese Klarsichtstempel. Und auch wenn die jetzt hier ein bisschen durcheinander sind, die sind tatsächlich alle komplett. So. Ich sage, Pleiten, Pech und Pannen. Janina ist am Werk. So. Und du siehst vielleicht, dass das ein oder andere ein bisschen verfärbt ist. Das liegt einfach daran, dass ich mit Lodengrün halt auch einen ziemlich farbintensiven Stempel genutzt habe. Oi. So. Das packen wir noch hier hin. Dann haben wir hier noch die Girlanden. Hier haben wir noch so einen kleinen Panzer. So. Und hier haben wir die kleine Schildi mit dem kleinen Panzer. Ich habe mir jetzt die Zeit einfach genommen, weil ich dir zeigen möchte, dass es wirklich komplett ist. Also hier fehlt kein Stempel. Ja, das ist nur manchmal, dass es ein bisschen durcheinander fliegt. Aber das ist nichts Wildes. Und wie gesagt, dass du hier beispielsweise auf dem Panzer, das siehst du, das ist ein bisschen verfärbt. Der ist aber nicht dreckig, sondern es ist einfach mit einem stark pigmentierten, mit einer stark pigmentierten Farbe gestempelt und dann hat man so ein kleines Überbleibsel. Genau. Dieses Duo, bestehend aus Handstanze und Stempelset, geht mit der Nummer 38 für 31,50 Euro plus Versand an dich raus. Wenn denn Interesse deinerseits besteht. So, das klebe ich mir mal wieder hier hin. So. Judy, dann haben wir die Nummer 38 schon mal abgehandelt. Weiter geht es mit einer weiteren Nummer, die wir leider auch noch nicht nummeriert haben. Oder ich in dem Fall. So, hole ich auch noch mal gerade nach. Sieht jetzt nicht schön aus, aber ich denke, es ist erkennbar und darauf kommt es an. Und zwar, ups, würde ich dir für 8 Euro, da ist mein Edding geflogen, dieses wunderschöne Designpapier raffiniert marmoriert überlassen. Das kommt in den Farben Babyblau, Anthrazit, Kirschblüte, Hummelgelb, Jade, Flamingorot, Amethyst, Heideblüte, Abendblau, Aquamarin, Schiefergrau und Safrangelb. Und das ist hier einmal so marmoriert und auf der anderen Seite ist das so ein bisschen, ja, flüssiger. Einfach flüssiger. So. 8 Euro, das wäre die Nummer 55. Dann habe ich für 12,50 Euro die Nummer 19 im Angebot. Und die Nummer 19 ist ein Stempelset, Painted Seasons heißt das. Und das passt jetzt gerade für den Herbst, finde ich, richtig gut. Hier mit dem Farn, mit dem Köckelchen. Und du siehst, das sind hier die ablösbaren Stempel, also die Gummistempel. Ich habe hier auch noch drin meine Post-its, die kann ich rausnehmen, das ist nicht so wild. Das ist hier zum Drüberstempeln, dass man auch mehrere hintereinander stempeln könnte. Also die Maskiertechnik. Und ja, wie gesagt, die Nummer 19 sind die Painted Seasons und die würde ich abgeben für 12,50 Euro. Und du siehst, die sind auch schon genutzt. Genutzt und tatsächlich auch montiert. Und die hole ich mal hier raus. So. 12,50 Euro, die Nummer 19. Dann kommen wir in die nächste Preisrange. Und da habe ich hier das Stempelset Fruchtige Grüße. Das ist ein Klarsichtstempelset. Ich zeige das mal gerade. Und du siehst, das ist absolut unbenutzt. Das ist vollkommen neu. Mit der Nummer 21 würde ich dir das Ganze für 14,50 Euro überlassen. Du hast hier neben den Früchten auch wunderschöne kleine Sprüche zum Genießen. Fruchtige Grüße. Vielen Dank, dass du mir so oft den Tag versüßt. Und gerade den letzten finde ich richtig niedlich. Die Nummer 21 wäre das. Ebenfalls für 14,50 Euro würde ich dir hier das Stempelset mit den ablösbaren Stempeln Grüße auf vier Hufen überlassen. Du siehst, auch das ist absolut neuwertig. Hier sind auch noch die Aufkleber mit drin. Gummistempel,
richtig süß, diese kleinen Eselchen, gerade so für kleine Kinder oder so, finde ich die richtig knuffig. Aber, was soll ich sagen? Tatsächlich habe ich noch eins für mich zurückbehalten, was ich auch schon genutzt habe. Das hier ist tatsächlich funkelnigelnagelneu. So. Und die Nummer 23, genauso wie die Nummer 21, würde ich dir überlassen für jeweils 14,50 Euro und auch hier wieder zuzüglich der Versandkosten. Wir gehen weiter. Für 15 Euro würde ich dir mit der Nummer 24 dieses super süße Stempelset hier überlassen. Und zwar sind das hier die kleinen Kinder mit Herbstbildchen, mit, ja, das hier ist auch noch Herbst, ne, mit dem Kürbis, als Kürbis verkleidet. Und hier haben wir eben noch die Winter, ja, die Winteridylle mit Schneeflöckchen, mit Sternchen, dem kleinen Hündchen. Richtig süß. Und das ist auch, ich zeige es nochmal gerade, Funkel, Nigel, Nagel, neu, inklusive der Aufkleber. Die Nummer 24 ist das und das kannst du ergattern für 15 Euro. Ich habe tatsächlich Sprachfindungsstörungen, es tut mir leid. Okay, wir machen weiter. Für 17,50 Euro, ich weiß noch gar nicht, ob du das jetzt hier auch sehen kannst, so, ich muss noch mal ein bisschen weiter runter. Für 17,50 Euro würde ich dir mit der Nummer 1 das gut definiert Stempelset überlassen. Das ist auch ein ablösbares Stempelset und ich zeige es jetzt mal hier. Ich habe einen Spruch genutzt und habe mich leider selten dämlich angestellt mit dem Stempel aufbringen. Und du siehst auch, der hat hier, hat er auch so einen kleinen Überstand. Also das ist schon, ja, ist halt wirklich dumm gelaufen, aber der Spruch Wonneproppen, Kosewort für ein süßes Baby, das als großes Glück empfunden wird, ist einfach mega niedlich. Und du hast hier natürlich auch noch jede Menge anderer Sprüche drin. Und die sind, wie gesagt, alle noch absolut unversehrt. Du hast hier noch was mit der Definition von Feiern, Familie, Freundschaft, fröhlich und dankbar. Und aufgrund meines Fehlers mit dem Kleben hast du jetzt das Glück, dass du die Nummer 1, dieses super süße Stempelset, für 17,50 Euro schon bekommen kannst. Okido, wir machen weiter. Und wir sind bei 20 Euro. Und für 20 Euro würde ich dir mit der Nummer 3 dieses super schöne Stempelset überlassen. Amazing Silhouettes heißt das. Oh. Hier habe ich sogar noch drin. Ei, verbiebst. Schaue mal da. So, das sind hier auch ablösbare Stempel. Die sind in meinem Falle hier schon montiert. Die sind auch schon genutzt, wenn auch nicht wirklich häufig. Ich habe mir hier am Anfang mal so kleine Karten gemacht. Und das ist vielleicht gar nicht mal so übel, dass du siehst, wie das Ganze aussehen kann. Hier der Schmetterling, hier dieses große, ja, ist das ein Baum? Ja, ne? Ich glaube, das soll ein Baum sein. Und hier hättest du halt noch Blattwerk. Und das kannst du dir super süß gestalten für so kleine Mini-Kärtchen. Also auf jeden Fall auch absolut super, wenn man das im Repertoire hat. Das Ganze ist, wie gesagt, auch ein Distinctive-Stempel. Das siehst du hier. Der hat unterschiedliche Farbschattierungen. Und wie gesagt, der hat halt noch die Silhouette mit um das eigentliche Bild drumherum, was es wirklich schön macht. So, die Nummer 3 würde ich dir für 20 Euro überlassen. Wie gesagt, es ist schon genutzt, aber nicht viel und es ist einfach irre schön. Ich nutze es nur zu selten, würde es gar nicht treffen. Ich habe es, glaube ich, ein oder zweimal genutzt. Und es ist einfach viel, viel, viel zu viel in meinem Regal. Deswegen muss ich leider wirklich Tabula Rasa machen. Wir kommen zum Stempelset Nummer 9. Und das Stempelset Nummer 9 ist auch ein Gummistempelset, ein ablösbares Stempelset. Das ist jetzt kein Distinctive Stempelset. Das heißt, da hast du keine Farbschattierung, sondern das wird ebenmäßig abgestempelt. Aber du siehst, das ist auch noch funkelnigelnagelneu. Ich hatte es mir bestellt, weil mich diese Pinselstriche hier wahnsinnig interessiert haben und ich gedacht habe, jo, das ist super, das kann man schön farbig unterscheiden und dann untereinander stempeln. Habe ich ein Beispielbild gesehen, hat mir irre gut gefallen.
ja, was soll ich sagen? Letztlich hat die Zeit gefehlt, jetzt habe ich es gar nicht genutzt und deswegen kannst du das Ganze für 20 Euro ergattern unter der Nummer 9. So, wir machen weiter. Für 22,50 € kannst du dir mit der Nummer 8 die Wünsche aus dem Garten sichern. Auch das ist ein Gummistempelset und du siehst es, auch das ist absolut unangetastet. Ja, was soll ich sagen? Den Libellengarten wollte ich anfangs eigentlich auch gar nicht haben. Inzwischen nutze ich den irre gerne. Und das ist ja quasi so der große Bruder von dem Wünsche aus dem Garten. Da hatte ich mir tatsächlich auch die Stanzformen bewusst nicht zubestellt. Aber abgesehen von den schönen Sprüchen hier, schließe die Augen und wünsch dir was. Die besten Wünsche oder Gruß aus der Ferne mit Liebe gemacht. Ist wirklich total süß, aber wie gesagt, bei mir leider unbenutzt. Und dafür ist es definitiv zu schade. Für 21,50 € mit der Nummer 8 wird es bald bei dir einziehen. Okay. Jetzt sind wir schon bei, ich nehme es nochmal ein bisschen tiefer, bei 22,50 € und zwar mit der Nummer 10. So. Auch das ist ein ablösbares Stempelset und auch das absolut jungfräulich. Hier ist nichts mit passiert. Wirklich gar nichts. Passt super in den Herbst. Ne? Also hier, das sind so Kastanien, hier so Bucheckern. Da habe ich mal von jemandem gehört, wie die heißen. Ich habe es aber irgendwie schon wieder vergessen. Genauso wie hier diese kleinen Samenträger. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Ich weiß, aber die kann man sich schön. Da konnte man sich hier irgendwie in der Mitte, da haben die ja noch so einen Pinunsel und wenn man das irgendwie aufgemacht hat, dann hat das so geklebt, dann konnte man sich das auf die Nase kleben. Das ist sowas, was ich noch aus meiner Kindheit kenne, aber je ne sais pas, wie das Ganze heißt. Freundschaft zeigt sich in ganz kleinen Dingen, genieße den Augenblick, alles braucht seine Zeit und ein stiller Gruß, also auch definitiv für Trauerkarten geeignet. Unter der Nummer 10 für 22,50 € gehört es schon ganz bald dir. Und jetzt kommen wir auch schon zu dem letzten Stempelset für heute. Mit der Nummer 22 und ebenfalls für 22,50 € kannst du hier dieses wunderschöne Stempelset Worte nach Wunsch sichern. Auch das ein Gummistempelset. Und du siehst es, auch das ist absolut unangetastet mit richtig tollen Sprüchen drin. Am Ende ist alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es auch noch nicht das Ende. Oder was ich mega finde, gerade so für Geburtstage oder Weihnachten, ein kleiner Shopping-Bonus, erfülle dir deinen Wunsch. Stell dir vor, dein Leben wird traumhaft und du bist schuld. Ich finde es mega, genauso wie viel Glück im neuen Job oder Einschulung, Urlaubsgröße, sei frech, wild und wunderbar. Einfach unfassbar vielseitig einsetzbar. Und für 22,50 € ist die Nummer 22 schon ganz bald bei dir. Puff. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange ich jetzt gebraucht habe. Hier für das alles so runter zu rattern. Ich zeige es noch mal kurz im Schnelldurchlauf. Für 22,50 € habe ich die Worte nach Wunsch oder ganz im Augenblick für dich. Für 21,50 € gäbe es die Wünsche aus dem Garten mit dem wunderschönen Löwenzahn. Für 20 Euro hättest du die Wahl zwischen den perfekten Pinselstrichen und den Amazing Silhouettes? Für 17,50 € würde ich dir diese wunderschönen Definitionen der unterschiedlichen Wörter überlassen. Für 15 € kannst du dir hier diese süßen kleinen Kinder sichern, die sowohl im Herbstlaub als auch im Schnee spielen. Für 14,50 € hast du die Auswahl zwischen den kleinen Eselchen oder aber den fruchtigen Grüßen.
Und für 12,50 Euro würde ich dir die Painted Seasons überlassen. Dann habe ich hier noch das Designpapier raffiniert marmoriert für 8 Euro. Und das Stempel- und Stanzenset Schildkröten mit der Nummer 38, mit der du auf jeden Fall auch wunderschöne Kindergeburtstagskarten basteln kannst oder auch andere Projekte deiner Wahl. So, das sind inklusive dem, was ich jetzt hier gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dem Designpapier Hortensienpark für 10,50 Euro mit der Nummer 52. Das sind die Projekte, die ich dir heute zeige. Wir sind noch lange, lange nicht am Ende. Und wie gesagt, ich muss jetzt mal schauen, auch was ich mit denen mache, die vielleicht in der ersten Folge nicht weg sind, ob ich die nochmal in einer anderen zeige oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Das ist für mich jetzt hier alles Neuland. Aber wenn hier was dabei war, was dein Herz erwärmt hat und was du gerne bald in deinem Bastelzimmer nutzen möchtest, schreib mich an unter flohmarkt@strahlendemomente.de und dann bekommst du von mir eine Rechnung. Und sobald das Ganze beglichen ist, kannst du schon bald damit losbasteln. So, es wird auf jeden Fall noch weitere Teile geben und ich werde auch versuchen, die relativ nah aneinander zu takten. Einfach auch, damit wirklich ein bisschen Platz wird hier in meinem Bastelzimmer. Und ja, das ein oder andere ist sicherlich für dich auch interessant. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt an der Stelle noch einen schönen Resttag. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib kreativ. Bring Farbe in das Leben anderer Menschen und wenn du magst, schalt zum nächsten Teil auf jeden Fall ein. Damit du es nicht verpasst, drück auch gerne hier unten die Glocke, wenn du meinen Kanal abonniert hast, wirst du auf jeden Fall darüber informiert. Bis dahin, tschüss!